Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich bin der Teilzeit World of Warship Spieler und heute zeige ich euch mein Stufe 5 Schiff der Briten und zwar die Iron Duke. Kurz gucken, wo wir hinfahren. Alter, ist ja alles Kreuzer, Zerstörer. Alter Schwede, ja, gute Frage. Ich würde sagen, erstmal an dieser Insel vorbei und dann schauen wir mal, entscheiden wir uns mal für links oder rechts. Erst will ich an dieser Insel vorbei. Die Iron Duke ist komplett aufgewertet und haben eine Maximalreichweite der Hauptbatterie mit 16,8 km, Sekundärbatterie 4,5 und wir haben eine Flakbewaffnung von 1,2 bis 5 Kilometer, Erkennbarkeit zu Wasser 14,9. Er ist schon ein großer Klotz. Die Hupe. Ja, klingt nett. Okay, wir gehen zu D. Viel Glück allen. Ja. Gute Arbeit. Euch auch. Na, gute Arbeit sehen wir noch. Glück und ruhige Wasser. Fünfer. Lassen wir mal AP. Ich brauche Aufklärung. Ja, und ich brauche ein Sechser am Lotto. Fordere Hilfe an. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. So, mal gucken, ob was ankommt an Kirov. Oh, kommt gar nichts an. Zack. Und dann ist eine Furutaka, Islav, alles da, alles da. Hier geht's ab. Tja, schließen wir drauf. Überlegen, machen. Ach, Scheiße. Tuck zu weit und ein Tuck zu nah dran. Und das kommt jetzt alles zu mir. Nicht, nicht. Weg. Hui. Zack. Jetzt nicht Feuer kaputt schießen können, bevor ich meine Salve verballer. Mann, oh Mann. Aber wir haben noch genug Zerstörer zu zerstören. So ist er nicht. Gegnerische Zerstörer entdeckt. Was ist da hinten gewesen? Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Aber diese Furutaka. Es ist schnell, es ist schnell, es ist zu schnell. Ein Treffer. Ein Treffer von 10. Treff diese Kreuzer nicht, das ist ätzend. Nichts. Ey, ich drehe gleich am Rad. Nicht mal gucken können, ob es zu kurz war oder zu lang. Ich habe die König nicht getroffen. Die König ist doch nicht so schnell. Oh, ich habe die falschen Erinnerungen. Ja, jetzt kommt erstmal was für mich. Okay, jetzt dürfen wir drehen. Jetzt habe ich 7,5 genommen. Rüber. Scheiß Dreck. Okay, dann auf die New York. Toll, wir haben auch einen Zerstörer.
verloren. Und die unsere König ist natürlich ganz bescheiden da. Komm, 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 komm. Torpedos auf Steuerbord. Ist ja von Gas gegangen. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. In diesem scheiß Nebel. Aber gut, 6000. Aber jetzt kriegt der König kommt zurück, Alter. Bleibt der gerade oder dreht er noch weiter? Bleibt komplett, ne? Aber jetzt müssen wir ein Treffen hier. Komm, das sieht gut aus. Oh! Scheißendreck, ey, das war noch drüber. Mann, oh Mann. Tja, König. Er hat sich wahrscheinlich aufgeregt, dass keiner diesen Punkt einnimmt, aber hätte er mal links und rechts geguckt, dass dann. Ja, dass man da. Dass da was ist, was man hätte nicht machen sollen. Ah. 16,8, ne? Der Flott unterwegs. Der dreht ab, oder? Hätte noch einen Moment warten sollen. Ich habe es zu spät erkannt. Nachdem der letzte Schuss raus war, habe ich gesehen, dass es eindeutig abbiegt ist. Schade. Kein Glück gerade mit der Iron Duke, muss man ja mal so sagen. Fällt gerade raus, ne? Komm ich rüber? Ist da was? Achtung, melde Zielposition. Alle. Unterwegs. Stopp, Maschinenstopp. Ich will noch mal eine Salve auf die verfickte. Entschuldigung, ah, ich fluche zu viel gerade. Also, mich regt es auf, dass ich hier nichts treffe. Zu kurz, drüber. Okay. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich das Gefühl, endlich mal in der Schlacht was gemacht zu haben hier. Die ganze Zeit schieße ich und es passiert irgendwie nichts. Ich treffe nichts. Also hier die Iron Duke von 1914 hat einfach ein großes Streuverhalten. Die haben natürlich 10 Schuss, aber ihr habt es ja ein, zwei Mal selber gesehen. Die Kugeln sind davor, daneben und ach, nicht da gelandet, wo sie sind. 4 wurden von diesem Schifftyp gebaut. Und ich sag's mal wieder, von der Form her sieht man auch, dass es vorm Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Ich wollte schon vorm Ersten sagen, aber da ist sie. Das wäre gelogen.
Das wären alternative Fakten gewesen. So, ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Kriegen wir vielleicht noch einen Flugzeugträger, volle Flinte. Nee. Verstecken sich da hinter der Insel. Vielleicht kann er sie ja, kann Shenyang ein bisschen vortreiben. Wäre auf jeden Fall nett. Und der König soll die machen, komm. Oder wie wär's erstmal auf den da? Die Isuka C. Komm, komm auf die Isuka C. Ha! Nichts. Sie ist ja auch ein schmales, schnelles Schiff, ne? Aber die Reichweite hat ja. Die war nicht schlecht. Also die Reichweite hat gepasst. Also wenn er sie von der Insel raustreibt. Mit seinen Torpedos, dann hab ich's. Aber wir gehen mal vom Gas. Da kommt sie. Nächste Salve geht auf die Hosho. Ah, schade. Shenyang hat's zerlegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Hosho jetzt zurückfährt. Rauch kommt gerade hoch. Ich schieß gerade drauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt links, geradeaus. Es wird auf jeden Fall eine Richtung einschlagen, aber. Einschlag! Das war gut. Das war gut, sehr gut. Jetzt gibt sie Gas. Das sind gerade hier. Gut, ein Flugzeugträger weniger. Auch wenn ich keine Chance habe. Da ist noch ein Kaiser, da war eine Isuka C. Und aber da ist noch ein Flugzeugträger. Und ja, gib Gas, den holen wir uns. Jawohl! Gut, ein Zerstörer hier noch und ein König. Ah, da ist ja schon die Isuka C. Sekundärbewaffnung war 4,5. Ah, Isuka C ist im Nebel. Dann fahren wir da mal weg. Ach! Tuck. 20 Sekunden. Ja, habe ich mit gerechnet. Alles gut. Alles gut. Ja, ich weiß. Reicht, wenn ihr es einmal sagt. Ah, eine scheiß Brandmunition. Ja. Boah, drüber. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Unser Sieg ist in Sicht. Drüber geschossen. Er hat auf jeden Fall mehr HP als ich, oder? Ja, definitiv. Vielleicht kriegen wir gleich Verstärkung. Das sieht auch so aus. Ihr braucht ihn ja nur beschäftigen. Wenn natürlich ein Torpedo trifft, da sage ich nicht nein. Da bin ich der Letzte, der nein sagt, du.
So, jetzt kommen wir also langsam in den Bereich rein für die Sekundärbatterie. Ja. Oh, haben gewonnen. Verdammt! Ah, es regt mich manchmal auf. Warum hört das Spiel auf? Geh doch auf Zeit. Mensch. Ach. Die hätten wir noch kriegen können. Mann. Scheiße. Ja. Oberes Mittelfeld. War okay die Runde. Haben zwar die meisten Kills, aber nicht die meisten Punkte. Ah, hier die König. Wie viele Kills? 3 Kills. 8 Flugzeuge abgeknallt. Den wollte ich haben. Tja, also mir hat die Runde Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, so viel geflucht wie schon lange nicht mehr in diesem Spiel. Aber der Anfang war auch nicht berauschend. Wir haben nichts getroffen. Ja gut, dass wir ein paar Schiffe versenkt haben hier. Das ist jetzt hier... War jetzt nicht die Kunst. Also die zumindest. Die New York haben wir ein zweites Mal getroffen. Das erste Mal ist ja abgedreht hinter so einem Hügel. Da konnte man sie nicht weiter beschießen. Und beim zweiten Mal, da haben wir sie halt versenkt. Ja, also mir hat es Spaß gemacht, aber wie gesagt, die Iron Duke ist so ein bisschen wie die New York, besser als die Wyoming, aber so in diesem Bereich würde ich sie, würde ich sie doch hinzufügen, in dieselbe Schublade stecken. Macht aber Spaß, aber die Reichweite könnte noch ein Tuck länger sein und ja, gut. Das war mal ein Video von mir, ich hoffe mal wieder häufiger eins zu machen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann ruhig kommentieren, liken und natürlich auch abonnieren. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.